Nach Klaus Köchl von der SPÖ ist jetzt Elisabeth Schöcher-Pichler von der ÖVP die nächste Rednerin zum Freiwilligengesetz. Vielen Dank, Herr Präsident, Frau Staatssekretärin, Herr Bundesminister, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ja, Österreich ist ein Land der Freiwilligenarbeit, ein Land des Ehrenamtes. Es wurde ja schon gesagt, 3,7 Millionen Österreicherinnen und Österreicher engagieren sich in den verschiedenen Bereichen. Sport, Kultur, Bildung, Umwelt, Soziales und so weiter. Und ich bin zutiefst davon überzeugt, ohne dieses ehrenamtliche Engagement wäre vieles, was da passiert, nicht möglich. Und daher wirklich ein großes, großes Danke auch von unserer Fraktion an alle Ehrenamtlichen und alle Freiwilligen in Österreich. Meine sehr geehrten Damen und Herren, weil heute auch schon einige Seniorengruppen hier waren, auch die gilt es, glaube ich, zu erwähnen, denn gerade im Bereich der Seniorenorganisationen quer durch spielt das Ehrenamt eine sehr, sehr große Rolle und ist so wichtig, weil es gerade auch gegen die Einsamkeit der älteren Menschen so viel tut. Mir liegt es ganz besonders auch am Herzen, dass wir heute dieses Gesetz beschließen, diese Verbesserungen beschließen können. Durch meine ehrenamtliche Arbeit im Hilfswerk, wo ich seit über 25 Jahren Erfahrungen habe, liegt mir das Thema freiwilliges Sozialjahr persönlich sehr, sehr am Herzen. Gerade in einer Zeit, wo es Fachkräftemangel in Sozialberufen gibt, ist das ganz, ganz ein wichtiger Aspekt und hat eine große Bedeutung. Wir bieten da jungen Menschen Perspektiven und die Möglichkeit, in den Sozialbereich hineinzuschnuppern, soziales Gespür zu entwickeln und auch soziale Kompetenzen zu erlernen. Und viele der jungen Menschen, Zivildiener oder auch solche, die im Freiwilligenbereich arbeiten, gehen dann zuerst in ein anderes Arbeitsfeld, aber kommen später sehr oft auch wieder zurück. Abgesehen davon, dass man soziales Gespür in allen Bereichen der Gesellschaft dringend braucht und brauchen kann. Es freut mich wirklich, Frau Staatssekretärin und Herr Bundesminister, dass die Regierung einen Entwurf vorgelegt hat, um das freiwillige soziale Jahr attraktiver zu gestalten. Zusätzliche 10,1 Millionen Euro für dieses wichtige Projekt. Eben auch die Erhöhung des Taschengeldes für Jugendliche im freiwilligen Sozialjahr und im freiwilligen Umweltschutzjahr. Und es soll auch das Taschengeld, das künftig erhöht wird und bis zu 75% der Geringfügigkeitsgrenze erreichen kann, dazu motivieren, soziale Organisationen vielleicht die volle Geringfügigkeitsgrenze zu zahlen. Das wäre eigentlich wünschenswert, wenn das gelingen würde. Ja, ich glaube, dass es auch, es wurde kurz erwähnt, aber ich möchte es noch einmal sagen, dass es auch ein sehr wichtiger und guter Aspekt ist, dass wir ein einheitliches Klimaticket den jungen Leuten zur Verfügung stellen für die Fahrt vom Hauptwohnsitz zum Einsatzort, aber auch sonst. Ich glaube, dass das ein ganz wichtiger Aspekt ist, ein sinnvoller Aspekt, auch ein Umweltschutzaspekt natürlich, ein wichtiges Signal, das gerade auch in Zeiten wie diesen, glaube ich, richtig ist und wertvoll ist. Ein weiterer Aspekt ist auch der, dass das Gedenk-, Friedens- und der Sozialdienst im Ausland besser dotiert wird. Auch das ist wichtig. Auch hier wird das Budget erhöht. Und es wurde ja schon gesagt, es sind ca. 1500 Jugendliche derzeit, die sich jeweils im Jahr 2021 und 2022 hier engagiert haben. Ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir ihnen zusätzliche Aspekte liefern, sich hier einzusetzen, sich im sozialen Bereich zu engagieren. Und ich möchte mich da ganz besonders bedanken bei unserer Staatssekretärin Claudia Plackholm, die hier die Jugend so motiviert. Danke für deinen Einsatz in dem Bereich. Ich komme zum Ende. Positiv auch der Staatspreis und positiv auch, dass wir die Spendenabsetzbarkeit erweitern. Auch das ist gerade für uns, die wir im Non-Profit-Bereich, in den sozialen Organisationen arbeiten, ein sehr, sehr wichtiger Aspekt. Vielen Dank.